Ja, sehr geehrter Herr von YouTube, heute gibt's von Lennart den Super Saturator. Noch mal viel Spaß jetzt mit dem Video. Den Lennart Super Saturator könnt ihr auf eBay bestellen. Der wird aus England verschickt. Kostet jetzt um die 11 Euro plus nochmal 14 Euro Versand. Und so wird er geliefert, der Super Saturator. Was ein genialer Name. Wie kommen die mal auf sowas? So schaut er aus, die Wasserpistole von Lennart. Gefällt mir von der Optik her sehr gut, deswegen wollte ich hier unbedingt mal bestellen. Auf der Rückseite gibt es ein bisschen Blabla und dann packen wir die doch mal aus. Ja, und dann hätten wir ihn, den Super Saturator. Bunt kommt er daher, gibt verschiedene Farben. Verarbeitung ist okay, aber das Material, ja. Also wenn ihr mal so eine Super Soaker in der Hand hattet, dann findet ihr diesen ein bisschen hochwertiger. Hier kommt erst Wasser raus. Das ist der Pumpgriff. Naja, das soll so ein angedeutetes Rail sein. Da könnt ihr natürlich jetzt nichts dran befestigen. Bei einer Wasserpistole auch unnötig. Das ist der Tank. Öffnet ihr die Öffnung, kommt das Wasser rein. Wird einfach hier wieder so zugeploppt. Hier habt ihr die Schulterstütze. Der Griff, ja, einen Trigger, einen Abzug gibt es nicht. Der Griff, der ist ein bisschen lose. Seht ihr? Da hinten wackelt er so ein bisschen. Stört aber nicht weiter. Und das soll dann so ein angedeutetes Magazin sein. Auf der linken Seite gibt es dann keine Aufkleber. Warum die das auch immer so machen, schon sehr seltsam. Und dann hier nochmal die rechte Seite. Ja, habt ihr Wasser eingefüllt? Nehmt ihr den hier so in die Hand. Die andere hier vorne drunter und dann könnt ihr hier immer pumpen, pumpen, pumpen. Und immer wenn ihr pumpt, wird natürlich dann Wasser verschossen. Finde ich besser. Die Super Soaker von Water Warriors, da müsst ihr ja immer Druck aufbauen und dann könnt ihr erst Wasser verspritzen. Deswegen gefällt mir so ein System eigentlich viel, viel besser. Hier noch ein kleiner Größenvergleich. Das hier ist die Super Soaker Barrage. Super geniales Teil. Schießt auch recht ordentlich weit und hat einen schönen großen Tank. Und sieht man schon, ja, da stinkt die ein bisschen ab. Die ist breiter. Von der Länge her sind sie fast gleich. Aber die Barrage, ja, die trägt halt ein bisschen fetter auf. Ja, schönes Wetter heute im November. Was aufgezeichnet von 5 bis 10 Metern ist bei den kleinen Wasserpistolen jetzt mal alles möglich. Die großen Super Soaker. Da bin ich ja bis 13 Meter gegangen. Ja, dann wollen wir mal. Pumpen, pumpt. Oh. Cool. Die geht ja. Locker bis 9 Meter. Ich halte mal ein bisschen schräger. Man muss nur aufpassen, wenn man nach vorne geht, dann kann man sich hier schon mal ein bisschen was einklemmen. Das ist nicht so gut gelöst, aber nicht schlecht, Herr Specht. Ja, ein bisschen Seitenwind. Seitenwind ist schlecht. Aber, boah, ist fast leer. Ich mach mal. Ach Gott, Dreckswind. Da war den ganzen Morgen kein Wind gewesen. Und jetzt muss natürlich Wind kommen. Nichtsdestotrotz, ordentliche Reichweite. Ja, gerade würde ich mal behaupten, so locker 8-9 Meter. Und wenn er schräg haltet, spritzt es sogar so ein bisschen an die 10 Meter Marke dran. So, jetzt habe ich euch den Super Saturator auch mal kurz vorgestellt. Also sieht ja gar nicht mal so schlecht aus von der Optik und vom Design. Gefällt mir, ist mal was anderes. Reichweite war auch okay, also die schießt richtig weit. Ja, zwei Sachen. Der Preis ist halt nicht ganz so günstig. Ist vergleichbar halt mit der Barrage. Und die Barrage ist halt dann halt ein Ticken cooler, weil die ist fetter, passt mehr Wasser rein, kommt mehr Wasser raus, halt die bessere Wasserpistole. Nichtsdestotrotz, ich habe sie euch mal vorgestellt. Das war wieder der Testmischel von YouTube. Dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mich abonniert, verpasst ihr kein weiteres tolles Video.